Willkommen, liebe Leute, im Kanal von Pflanzenvielfalt bzw. von pflanzenvielfalt.net. Der Kanal selbst ist findbar eben unter Pflanzenvielfalt, wenn man auf YouTube sucht. Dann findet man da mein Mandal, was das Logo ist, und schaut die ersten Videos dazu. Pflanzenvielfalt.net deshalb, weil das Ganze nicht nur ein YouTube-Kanal ist, sondern es gibt eben auch eine große Homepage dazu. Und diese Homepage ist eben ein Lexikon, wo eine Menge an verschiedenen Wildpflanzen und Bäumen vorgestellt werden, aber nicht nur in Form von einem Lexikon, wo es Aufbau gibt wie in einem Lexikon mit einer Übersichtsseite, wo alle Pflanzen aufgelistet sind. Nein, es gibt dort auch einen Bestimmungsteil, was vielleicht der große Mehrwert ist, was man auf YouTube selbst so nicht bieten könnte, ist, da kann man natürlich, wenn man in der Natur unterwegs ist, dann nachgucken, was hat man denn so gefunden, und wenn man dann da die Pflanze gefunden hat, dann kann man draufklicken und mehr über das Ganze lesen. Und in der Regel findet man dann auch wieder einen Link oder sogar ein eingebundenes Video über diese Pflanze selbst. Und wenn man da guckt, ist man ja eigentlich schon wieder im Kanal für Pflanzenvielfalt. Nicht nur, dass man die Homepage geschickt zum Video schauen nutzen kann, es ist auch so, dass erstens eine Menge an Videos gibt im Kanal, mittlerweile über 1500, also da kann man sie ziemlich ausspinnen, und weil es natürlich schwierig ist, da ein bisschen eine Übersicht zu behalten, habe ich mich bemüht, dass ich verschiedene Playlists anlege, wo zum Beispiel diese ganzen Führungen und Steckbriefe zusammengefasst sind, diese ganzen nach Monaten und Jahreszeiten passierten Videos, dass man da vielleicht einmal ein bisschen einen Überblick findet, wo denn was passiert ist oder wo man was findet und solche Sachen. Ah, die Videos selbst sind immer ähnlich aufgebaut, also es wird eine Pflanze vorgestellt oder oft viele Pflanzen. In der Videobeschreibung, und das ist mir wieder wichtig, gibt es immer einen Link zur gezeigten oder zu den gezeigten Pflanzen direkt ins Lexikon. Also man muss dann nicht im Lexikon wieder zum Suchen anfangen, man wird gleich richtig hingeführt. Und jetzt komme ich gleich zum Anliegen. Es ist da auch immer ein kleines Gesetz drinnen, wie man mich unterstützen kann, wenn einem das gefällt, was ich mache, man möchte es anerkennen, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit auf YouTube zum Beispiel wäre schon mal, dass man ohne Werbeblocker surft. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Also wenn das wen gefällt, bitte nimm dir die Zeit und lest dir das durch. Okay, ich denke, man wird viel Zeit mit dem Ganzen verbringen können. Es stecken da schon mehrere tausend Stunden Arbeit drinnen. Und ich wünsche euch, die, was das benutzt, viel Freude am Benutzen und dann auch am Ausprobieren und selber kennenlernen. Also ich sage gern viel Freude an und in der Natur. Und ja, bitte um rege Teilnahme, wenn wer was reinschreibt, freue ich mich, wenn wer grüßt, freue ich mich, wenn wer was weiß über Pflanzen und das dazu schreibt, freue ich mich auch. Also fühlt euch frei, euch da auch selbst gegenseitig zu unterstützen. Und ja, also, außer mit uns und wenn es regnet, Pflanzenvielfalt schon. Pfiat euch.